Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie nach längerer Zeit wieder bei einer neuen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Luther. Vielen Dank, lieber Herr Müller, auch für die Anrede. Man muss ja heutzutage vorsichtig sein. Wir leben ja im Monat April und die Anrede Herr ist wahrscheinlich auch nicht mehr von Dauer, aber dazu kommen wir sicher gleich. Schön, Sie zu sehen, Herr Müller. Herr Luther, wir hatten ja längere Zeit nicht das Vergnügen. Erst hat es Sie hingestreckt, dann hat es mich hingestreckt. So ist das halt mit den alten weißen Männern. Irgendwann erwischt es Sie grippal und dann verweigern Sie die Arbeit. Aber jetzt sind wir beide wieder an Bord und ich hoffe, es freut alle, die uns heute sehen. Ich hoffe, Hirn und Stimme entsprechen den Anforderungen, die an uns gestellt werden. Das werden die einen so beurteilen und die anderen anders. Herr Luther, machen wir es heute mal kurz und sozusagen in Quizform. Ich stelle Ihnen Fragen, Sie geben Antworten und dann schauen wir mal, wo das hinführt. Meine erste Frage an Sie: Haben Sie heute schon mit der Sie gebärenden Person telefoniert? Es war mein eifriges Bestreben. Es ist schwierig. Es war tatsächlich nicht der 1. April, es war der 2. April, wo die Tagesschau auf die Idee kam, in der Berichterstattung über die Familiengesetzgebung dort zu formulieren, dass der oder die Partnerin, Partner der entbindenden Person auch Anspruch auf und so weiter Elternzeit hätte. Und danach gab es einen Riesensturm der Entrüstung, der sich in mehreren Sendungen als auch Printprodukten niederschlug. Die Bild-Zeitung nutzte es am nächsten Tag und dadurch wurde die Welle zu einer Bugwelle, weil die Bild-Zeitung ja meinungsgebendes Institut ist. Und die Tagesschau und der öffentlich-rechtliche Rundfunk musste tatsächlich zurückrudern mit der Behauptung, es war mitnichten die Absicht, die dort nicht mehr vorhandene Mutter zu entsorgen und zu einer entbindenden Person zu machen. Aber die entbindende Person könnte ja im Falle von zwei miteinander lebenden Frauen, die verheiratet sind, ja nicht die Mutter, sondern die entbindende Person sein, was ja nicht die Mutter, sondern die Partnerin der entbindenden Person, also der Mutter ist. Und diesen merkwürdigen Konflikt, den wiederum, den führte dann Monika Gruber unter anderem weiter, bayerische Kabarettistin, als auch Markus Söder, als auch andere. Es ist im Prinzip die nicht vorhandene Spitze eines Eisberges, wobei der Eisberg massiv da ist und tatsächlich so weit geht, dass die Gendersprache uns ja momentan zu einem wirklich liebgewordenen Vehikel des 1. Aprils, dachte ich jedenfalls, wird. Aber das Ganze wird immer ernster und immer absurder. Und ich frage mich, wenn 70% der Bevölkerung nicht bereit sind, sich auf diesen Schwachsinn einzulassen, die deutsche Sprache zu verstümmeln, und Dinge aus Büchern, die geschrieben worden sind von Geistesgrößen, an die viele heutzutage nicht mehr ranragen, sich zu wagen und selbige zu verstümmeln, dann ist das meines Erachtens vergleichbar mit der sogenannten Kulturrevolution in China, wo man alles zerstörte, was man meinte, nicht mehr zu brauchen, aufgrund eigener Unkenntnis, Unfähigkeit und Ungebildetheit. Und das wiederum erschreckt mich schon. Die Bild-Zeitung hat dann, oder war es die Bild-Zeitung, war es eine andere, die dann Vorschläge machte, wie man zum Beispiel das Gegenstück zur Schraube nehmen könnte oder nennen könnte. Und das war dann schon recht originell, welche Vorschläge dann so kamen. Früher hat die Mutter noch ein Kreuz bekommen, das sogenannte Mutterkreuz. Jetzt wird die Mutter gleich mit entsorgt, damit man ihr kein Kreuz mehr verleihen muss, weil es sollen ja alle gleich gemacht werden. Und in Australien gab es tatsächlich eine Universität, die wirklich real Vorschläge machte, die Worte Mutter und Vater komplett zu entsorgen, weil man ja niemanden übervorteilen wollte, der sich nicht entscheiden kann, was er jetzt am Ende sein möchte, sein will oder sein darf. Und wenn Demokratien aus Entscheidungen von Mehrheiten bestehen, dann verstehe ich nicht, warum man solche Minderheiten gesamtgesellschaftlich so aufwertet, dass die Gesamtgesellschaft dann so ticken muss, dass eventuell Menschen, die nicht wissen, welches Geschlecht sie heutzutage bevorzugen oder morgen bevorzugen möchten, nicht wissen, wo sie hin sollen. Das geht auch so weit, dass der Exhibitionismus-Paragraph zum Beispiel sich lediglich auf Männer bezieht, was ja auch diskriminierend ist, weil es ja auch Frauen gibt, die sich gerne ausziehen. Michaela Schäfer zum Beispiel, sogenannte Nacktschnecke, die auch im Dschungelcamp war. Und da müsste man jetzt, will man auch ran an diesen Exhibitionismus-Paragraphen, den man jetzt tatsächlich dann doch ändern möchte. Also es ist wirklich eigentlich was für den 1. April, wenn es nicht so ernst wäre und tatsächlich sich universitäre Einrichtungen beschäftigen und wirklich Literatur hundepiepelt und zerstört wird, weil überall lustige kleine Sternchen auftauchen.
und man nicht mehr weiß, ob das jetzt scherzhaft oder tatsächlich wirklich ernst gemeint ist von Menschen, denen der Bildungsgrad wahrscheinlich bis zur Gürtellinie reicht und die deswegen nicht so weit denken können, dass man tatsächlich sowas machen müsste. So, das war die kurze Antwort auf die lustige Einstiegsfrage, lieber Herr Müller. Also, Herr Luther, wenn Sie im Gespräch mit mir anfangen, Ihre Sätze zu gendern, dann ist es ja das eine. Wenn aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder das Online-Angebot der Tagesschau oder die Bild-Zeitung oder wer auch immer oder Professoren an der Universität gegenüber ihren Studenten ihre Machtbefugnis ausnutzen, um die zu etwas zu zwingen, was die gar nicht wollen, weder die Zuschauer, die Zuhörer noch die Studenten, dann finde ich, ist das schon sehr bedenklich und hat mit Demokratie eigentlich also überhaupt nichts mehr zu tun, sondern ist die Durchsetzung einer Ideologie und die Überbetonung kleinster Minderheiten, aber noch viel schlimmer, eine Verhunzung unserer Sprache. Schön war übrigens der Versuch, ich habe tatsächlich mal Tante Google befragt und habe im Internet mal nachgehakt, Gender und Mutter, und habe diese Suchbegriffe eingegeben, um mich nochmal kundig zu machen, wie der Sachverhalt tatsächlich war. Originell ist, dass mir Tante Google oder das Internet tatsächlich erklären will, dass man Mutter, Sternchen innen schwer gendern kann, weil Mutter, Sternchen innen schwierig und unverständlich sei, weswegen man also mit dem Gendern von Mutter und Vater nicht entbindende Personen tatsächlich Schwierigkeiten hätte. Und da müsste also noch was gemacht werden, wo ich erst dachte, ich werde wirklich völlig verarscht. Aber wenn Sie das mal ausprobieren mit dem Google und sich so eine Erklärung versuchen vorzunehmen, es ist zwischen Lachen, Verzweifeln oder gucken, wo eine Kamera ist, ob das hier irgendwie verstecken Sie, verstehen Sie Spaß oder ähnliches Format ist. Es ist wirklich, also absurd ist noch eine nette Umschreibung von dem, was man da so findet teilweise. Und die Frage ist, ob man das irgendwann eingrenzen kann, ob sich selbst zerläuft, ob die Absurdität des Phänomens als solches in 10 Jahren vielleicht mal in Geschichtsbüchern steht. Da gab es mal eine Phase, wo man nicht mehr wusste, wer oder was man ist. Und dann fing man an, Sprache mit Sternchen zu versehen. Machen Sie bitte die Fernseherin aus. Also ich will es nur anmerken und niemanden in Schutz nehmen oder niemanden angreifen. Sie haben mehrmals von einer entbindenden Person gesprochen. Das ist schon mal überhaupt sachlich falsch von tagesschau.de, weil die entbindende Person ist die Hebamme. Also eigentlich die Mutter ist die gebärende Person, die Oder entbindende die Person. Entbundene, die Entbundene, die ja vom Kind entbunden wurde. Ist mir zu kompliziert. Verbindlichsten Dank. So, dann kommen wir zu Herrn Habeck. Herr Habeck hat die Ukraine besucht, was ja auch immer sehr schön ist, wenn sich da ein deutscher Politiker hintraut. Und am Tag der Abreise hat er gesagt, zu den Atomkraftwerken russischer Bauart im Kriegsgebiet der Ukraine, die könnten ruhig weiterlaufen, sie seien ja schließlich gebaut. Punkt, Absatz. Unsere Atomkraftwerke, nicht russischer Bauart, sondern bester deutscher Bauart, die nicht in einem Kriegsgebiet stehen, werden Mitte April abgeschaltet. Können Sie mir in kurzen, verständlichen Sätzen erklären, wo darin die Logik besteht? Kurze verständliche Antwort, nein, Ausrufezeichen. Das ist ein Satz in deutscher Sprache. Es ist schwierig vermittelbar. Zumal, wenn man geografische Kenntnisse besitzt und Deutschland betrachtet von oben auf der Landkarte und guckt nach rechts, dann hat man Polen, was wiederum jetzt in die Atomkraft einsteigt. Man hat rechts unten, was wiederum nur geografisch gemeint ist, die Tschechische Republik, die auch mit Atomkraftwerken beglückt ist. Wir haben auf der anderen Seite Frankreich, Belgien, die ebenfalls Atomkraftwerke laufen haben. Gucke ich nach oben, nach Norden in Schweden sind auch Atomkraftwerke. Also es ist schön, dass wir uns den Vorzug leisten, unsere Atomkraftwerke abzuschalten, damit wir, wenn wir die regenerativen Energien weiter ausbauen und der Wind nicht weht und nachts kein Licht von der Sonne kommt, wir natürlich da sitzen und sagen, wer malt uns denn jetzt den Strom? Das ist schwierig. Frankreich hat, glaube ich, 75% seiner Energie aus Atomkraft bezogen bisher und hat auch vor, das weiter zu tun. Und unsere Atomkraftwerke waren bisher auch relativ sicher.
Aber Frau Hasselmann, Hasselfeld von den Grünen meinte heute, dass ja die französischen und belgischen Atomkraftwerke sehr störanfällig sind, wie man ja weiß, man weiß, weswegen wir unsere Sicherheitshalber abschalten, damit unsere nicht auch störanfällig werden würden. Wobei aber die Atomkraftwerke russischer Bauart in der Ukraine natürlich nach Habeck weiterlaufen dürfen, weil die sind wir sicher. Es ist schwierig. Wir haben etwas, was funktioniert. Wir haben etwas, was sicher Energie liefert, zumal in energieschwierigen Zeiten. Und die Wirtschaftsweisen und Wirtschaftsinstitute haben jetzt schon prognostiziert, dass wir damit den Strompreis wieder erhöhen werden müssen. Die haben jetzt schon den vierfach hohen Preis, den die Amerikaner zahlen für Energie. Was uns natürlich wahnsinnig wettbewerbsfähig macht im internationalen Vergleich. Und wenn wir den Energiepreis künstlich hochtreiben, indem wir unsere Energiequellen, die wir haben, abschalten, um auf Energie zu setzen, die wir noch nicht haben, weil im Jahr 2030 sollen wir ja alle auf Wärmepumpen umsteigen, die natürlich auch mit Strom laufen irgendwie, weil ja Gas und Öl ist ja klimaschädlich. Die Frage ist, wo kommt denn der Strom für die großen Wärmepumpen her, die alle dann haben sollen, wenn wir unsere Energiequellen abschalten und die dann auszubauen, den regenerativen noch gar nicht da sind oder die Pufferleistung von Blockheizkraftwerken auf Gas, Kohle oder Atomkraftbasis ja nicht weiter gepflegt werden sollen. Also die Ja, gut, Real. die Antwort hat heute Frau Göring-Eckardt gegeben. Eine ausgewiesene Expertin mit super Ausbildung, mit ohne Studium, aber großem Mund. Was hat sie denn gesagt? Also mit ohne Studium gibt es ja bei den Grünen öfter. Ja, das ist Sie weit machen was verbreitet. mit Völkerrecht, andere kommen aus dem Kuhstall. Das wissen wir alles von Frau Baerbock, die hat das ja offengelegt. Also, die drei verbleibenden Atomkraftwerke liefern 7% des deutschen Stromverbrauchs. 7%. So, die fallen jetzt also weg. Und Frau Göring-Eckardt hat gesagt, da müssen wir uns jetzt aber gar keine Gedanken machen, weil künftig würden ja so viele Windkraftwerke gebaut werden, dass diese 7% aufgefangen werden würden und auch die von Ihnen eben genannten Wärmepumpen zwar bis dahin kalt blieben, weil kein Strom da ist, aber dann würden die alle laufen. Dazu merke ich an, dass im ersten Quartal 2023 217 Windkraftanlagen gebaut wurden. Wie viel gelegt wurden, weil sie zu alt waren oder zu ineffizient waren, weiß ich nicht. Aber eben 217. Es sind aber viel mehr nötig, die jeden Tag gebaut werden, als im ersten Quartal gebaut wurden. Also wird es wieder darauf hinauslaufen, dass wir den Atomstrom aus Frankreich kaufen, weil da gibt es genügend Strom durch die Atomkraftwerke. Den speisen wir dann hier bei uns ein, fühlen uns aber ganz toll, weil unsere Atomkraftwerke sind abgeschaltet und wir beziehen den Strom halt von unseren europäischen Nachbarn, die mit schmutziger Kohle oder mit gefährlichem Atom produzieren oder aus der Ukraine, wo, noch einmal angemerkt, russische Bauart AKWs stehen im Kriegsgebiet. Zum Teil täglich beschossen, wie in Saporischschja. Und das findet der Habeck aber okay, dass sie weiterlaufen. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es tut Wissen mir Sie, leid. der Hauptknackpunkt, den ich daran sehe, liegt in der Formulierung, die Sie gerade gewählt haben. Die genau die ist, die ja auch von den Politikern genauso formuliert wurde. Neben dem Fakt, dass man natürlich im Internet wunderbare Zahlen findet, dass wir tatsächlich bei den Regenerativen jetzt, was die Bruttoleistung betrifft, 46% der erzeugten Energie im letzten Jahr, was wiederum nicht die verbrauchte ist, der erzeugten Energie 46% aus regenerativer Energie gewonnen oder Quellen gewonnen haben. 4% mehr als 2021. Das ist schon mal eine super Leistung. Aber was wir jetzt tun, ist etwas abschalten, für das wir noch keinen Ersatz haben. Das heißt, wir zerstören etwas, also wir geben etwas ohne Not auf, ohne dafür die Kompensation bereits zu haben. Das ist so, als würden Sie sagen, ich kaufe mir etwas mit Geld, was ich noch gar nicht verdient habe, aber ich hätte gern. Oder gut, der Vergleich hinkt natürlich. Wo nehmen wir denn genau die Lücke, die wir brauchen, jetzt her? Was wird dann da hochgefahren? Jens Spahn hatte das heute erwähnt, dass natürlich die Kohlekraftwerke,
die jetzt unter Volllast wahrscheinlich als Alternative mitlaufen müssen, um die Grundlast abzufangen, eben nachts bei Windstille und keinem Licht, dass da natürlich dann fürs Klima wesentlich mehr schädliches CO2 und sonst welche Ausstöße rauskommen, als bei der Fortführung einer überschaubaren Zeit, Fortführung der Atomkraftwerke, bis diese regenerative Energie tatsächlich hergestellt werden kann. Ich wünsche und glaube, das wollen wir, glaube ich, alle, dass wir da wirklich vorankommen, dass regenerative Energiequellen funktionieren, dass sie uns ausreichend Energie bringen. Wir haben tatsächlich die privaten Haushalte im letzten Jahr 21% Gas eingespart, aber der Effekt, dass wir letztes Jahr 46% aus den regenerativen Energien bezogen haben, liegt auch daran, dass wir 2022 eines der wärmsten und sonnenreichsten Jahre seit Menschengedenken, seit Wetteraufzeichnung hatten. Und das kann man auch nicht als Maßstab nehmen, um zu sagen, ach, das war voriges Jahr so, dann packen wir jetzt die Atomkraftwerke in die Mottenkiste und in den nächsten Jahren haben wir ja ganz viele neue. Wissen genau, mit welcher Geschwindigkeit Windanlagen gebaut werden, wissen genau, welche Probleme wir haben mit der Verbindung, ich sage nur Südlink, der Trassen, die wir brauchen, um erzeugte Energie aus dem Norden in den nutzenden Süden zu bringen. Die Leitung gibt es bisher nicht. Wir haben also weder Leitungen, noch haben wir die Quellen, die wir brauchen, noch haben wir ein Konzept, wie das dann kompensiert werden soll, was wir jetzt ohne Not abgeben. Und Herr Habeck sagt, Literat und Künstler, ja, das kriegen wir problemlos hin. Das ist gefährliches Wunschdenken meines Erachtens. Das war heute auch eine Frage beim Inforadio, die dann nachgestellt wurde, nach dem Motto, Herr Habeck sagt das. Nee, das war nicht Inforadio, das war das Mittagsmagazin von ARD und ZDF. Das war der Hauptgeschäftsführer der IHK. Städte und Gemeindebund, IHK, ebenfalls jemand, der dann gefragt wurde, ob denn, wenn Herr Habeck das sagt, ob man sich darauf verlassen könne, dass das richtig sei, worauf er nur lapide antwortete, was soll er denn sonst sagen? Also natürlich sagt er, dass es funktionieren wird. Er ist ja nicht mehr lange Wirtschaftsminister. Also was juckt mich mein Geschwätz von gestern so ungefähr? Das ist wirklich fahrlässig, was da gerade passiert. Wirklich fahrlässig. Man sollte sich da wirklich auf Experten verlassen. Es gibt eine sehr schöne Studie auch im Internet zu finden von einem Professor Quaschning. Das ist ein Professor, der an einer Universität in Berlin, ich glaube, das war die TU, forscht und tatsächlich genau die regenerativen Energiequellen und deren Nutzung und Erzeugung seit 1990 nachverfolgt hat und diesen Mix aus diesen Quellen von Photovoltaik, von Windkraftanlagen, also Windkraft in Offshore, und Onshore ausgewiesen, Biomasseverwertung, die wiederum auch einen interessanten Stellenwert hat. Es gab, was gab es da noch Spannendes? Also es gab mehrere wirklich einen guten Mix davon, Wasserkraft, was wiederum 1990 schon mit 5,6 Mega- oder Gigawattstunden zu Buche schlug, sich aber nicht vermehren ließ, weil die haben halt nicht mehr Möglichkeiten, Wasserkraft irgendwie nutzbar zu machen. Also Wasserfälle gibt es bei uns nicht so viele, wo Wasser von oben nach unten fällt, um Strom draus zu machen. Und das ist von ihm eine sehr gute Analyse, empfehle ich. Braucht man nur Quaschning Berlin Studie regenerative Energien einzugeben. Das sind sehr gute Zahlen. Der eben auch sagte, was wir erzeugen, ist ja nicht gleich das, was nutzbar da ist, weil Licht und Wind sind davon abhängig, dass Licht da ist und Wind weht. Und dazwischen müssen wir halt puffern mit dem, was wir eben nicht so gern verbrennen wollen, nämlich Gas, Kohle oder andere Dinge. Aber wenn der Wirtschaftsminister das sagt, dann können auch Schweine fliegen. Entschuldigung, das war jetzt vielleicht nicht ganz sachlich, aber mindestens genauso originell wie die Aussage von Herrn Habeck. Herr Luther, das Thema Migrationskrise verschieben wir mal auf nächste oder übernächste Woche. Das wird uns ja weiter begleiten. Auch da schafft es die Bundesregierung ja nicht, genauso wenig wie ihre Vorgängerin, in Europa ein irgendwie geregeltes Maß herzustellen, sondern vermischt da Äpfel mit Birnen und Asylsuchende mit Arbeitsmigranten und mit Zuwanderern und es ist ein furchtbares Durcheinander. Dazu kommen dann noch die Ukrainer. Alle werden in einen Topf geworfen. Dann wird gesagt, es ist doch super, dass die Leute hier sind, gibt aber keine Wohnungen und die Wohnungen, die da sind, steigen im Preis exorbitant. Gibt auch nicht genügend, die dann in die Sozialsysteme eintreten. Die Städte und Gemeinden ächzen und die Innenministerin, die ja Ministerpräsidentin von Hessen werden will und ja ihren Job sowieso nur noch halbtags macht,
Die erzählt alles sehr super. So. Und der Bundesarbeitsminister, auch darauf will ich gar nicht eingehen, hat mal wieder die Tarifkommission in Sachen Mindestlohn ausgetrickst durch Interviews, die er gegeben hat, weil er angekündigt hat, der Mindestlohn würde steigen, obwohl es gar nicht seine Aufgabe ist, als Minister den Mindestlohn in der Höhe festzulegen, sondern dafür gibt es eben eine Kommission der verschiedenen Tarifparteien, die aber eben von der Bundesregierung unter Olaf Scholz jetzt schon das zweite Mal hinters Licht geführt wurde. Kann man sich auch fragen, wie lange diese Kommission noch existiert, wenn sie sowieso nicht von der eigenen Bundesregierung ernst genommen wird. Aber ich will auf ein Thema noch ganz kurz eingehen. Das ist das Interview, das der französische Präsident Emmanuel Macron gegeben hat, der Zeitschrift Politico, verkürzt formuliert. Hat er gesagt, wir müssten Europa autonomer, stärker machen, unabhängig machen von, stärker unabhängig machen von China und von den USA. Dafür wird er sinnbildlich von deutschen Politikern und deutschen Medien guillotiniert, die meinen, das sei ja ein Anschlag auf die transatlantische Freundschaft und in der jetzigen Ukraine-Krise und China-Taiwan-Krise. Völlig unangemessen. Die französischen Medien sehen das ganz anders und sagen, Macron will Europa stärken und unabhängiger machen von den Auf- und Abwellen der US-amerikanischen Politik. Joe Biden, Donald Trump, Joe Biden, Donald Trump. Und China ist sowieso unberechenbar. Wie sehen Sie denn das? Naja, ich bin weder Amerikaner noch Franzose, aber ich finde die Aussage im Kern vernünftig, dass man sich nicht in Nibelungen, Treue nur des Prinzips wegen hinter eine andere Großmacht stellt, wenn man doch durchaus, und das ist französisch, typisch französisch, erstens sitzt man im Sicherheitsrat zusammen mit den vier anderen Großen, wirklich Großen. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr selbstbewusste Rolle in Frankreich auch, was die NATO betrifft und die Mitgliedschaft dort geführt und vorgeführt. Also Frankreich hat durchaus ein eigenes selbstbewusstes Denken. Das hat Präsident Macron auch im Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten klargemacht, der auch wiederum in seiner Replik sagte, das sind zwei Nationen, die selbstständig und unabhängig denken, um auch die eigene Position wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Aber warum darf man nicht darüber nachdenken, ob es noch einen dritten Weg gibt? Zwischen Schwarz und Weiß gibt es mal sehr viel Grau. Und einen konstruktiven Vorschlag aus europäischer Sicht zu machen oder europäisch zu denken, und das macht ja Macron im Rahmen Europas auch, er hat ja von der Leyen mitgenommen, das finde ich durchaus legitim. Also ich finde die Kritik nicht gerechtfertigt, wie sie ausgefallen ist. Ich finde ein selbstständiges Denken, was vielleicht nicht nur französisch, sondern europäisch geprägt ist, sinnvoll und hilfreich. Und vor allen Dingen ist es auch Ausdruck des europäischen Selbstbewusstseins als Familienverbund als eine große tatsächlich Weltmacht, wenn man sich einig ist. Und das macht die Stärke Europas aus, dass man mit einer Stimme spricht und sich darin einig ist, dass man europäisch denken darf und dass man nicht nur am Zipfel der Vereinigten Staaten hängt, obwohl die ja wiederum auch sofort getönt haben. Ich glaube, es war ein amerikanischer Senator, der sagte, na, dann können wir als Amerikaner auch überlegen, ob wir mit der Ukraine oder mit anderen vielleicht uns da vereinen, wenn man uns nicht in Nibelungentreue folgt. Also die Kritik war ungerechtfertigt. Macron darf solche Dinge sagen, schon um sich daran reiben zu dürfen. Aber wie gesagt, eine eigenständige Position, die ja nicht nur französisch, sondern auch europäisch gedacht ist, steht Europa. Und wenn er sie als Europäer ausdrückt, legitimerweise auch durchaus zu. Leider hätte die deutsche Bundesregierung unter Angela Merkel auf die erste außenpolitische Rede von Emmanuel Macron in der Sorbonne in Paris nicht reagiert. Sie ist überhaupt nicht eingegangen auf das, was er dort vorgeschlagen hatte. Und der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz setzt diese Politik fort. Es gibt keine nationale Sicherheitsstrategie, es gibt keine China-Strategie, scheint überhaupt keine geordnete Außenpolitik in Deutschland zu geben. Obwohl es ja die feministische Außenpolitik gibt, von der aber weder Frau Baerbock noch Frau Schulz mir erklären konnte, was das eigentlich sein soll und was das bedeutet. Also Deutschland spielt sich da wieder in stärkerem Maße ins Abseits und
keine Ahnung, was das soll oder wo das hinführt. Aber jedenfalls nicht zu einem Schlag in Europa, sondern zu einer stärkeren Spaltung zwischen Frankreich und Deutschland. Hätten wir etwas mehr Selbstbewusstsein, hätten wir uns vorher, und das war, glaube ich, auch von der Leyens Intention, mit Macron zusammen nach China zu fliegen, hätten wir uns mit dem französischen Präsidenten vorher durchaus wahrscheinlich vereinbaren können und die Position auch als gemeinsame Position ausdrücken können. Das hätte ihn gestärkt, das hätte Europa gestärkt, aber solche Chancen nehmen wir gegenwärtig nicht wahr. Vielleicht lernen wir daraus, dass wir beim nächsten Mal zum Telefonhörer greifen. Es kostet ja nicht viel. Und ein kleines R-Gespräch vielleicht nach Frankreich führen. Mit dem französischen Atomstrom ist das durchaus zu bewältigen. Herr Luther, Sie sind ein unverbesserlicher Optimist. Ja, das bleibt mir. Das war übrigens Martin Luther auch, ne? Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Der Mann war schon Ökologe. Eigentlich war das ein verkappter Grüner im Mittelalter, der noch nicht wusste, wo er hingehört. Also so gesehen passt das eigentlich. Und diesen Optimismus sollten wir uns nicht nehmen lassen und weiterhin Apfelbäume in die Landschaft setzen. Guten Glaubens und guter Hoffnung. In diesem Sinne, vielen Dank für heute. Ebenso, Herr Müller. Vielen Dank. Bis dann.